Es ist soweit. Suno, eine Webseite, die mit künstlicher Intelligenz komplette Songs generiert, hat die Version Alpha 3 herausgebracht, die deutliche Verbesserungen in der Qualität darstellt. Mein Name ist Thomas Foster, ich bin Musikproduzent und in diesem Video testen wir gemeinsam, ob mein Job als Musikproduzent gefährdet ist. So schaut es aus, wenn wir hier auf Suno AI gehen. Und die Alpha 3 gibt es nur in der Pro- oder in der Premiere-Version, also nicht gratis zum Testen. Man muss zahlen, um sie bekommen. Ich habe das für euch gemacht und ich würde sagen, wir steigen gleich direkt mit dem spannendsten Beispiel ein. Ich habe folgenden Prompt gegeben. Hier oben bei Song Description gibt man den Prompt ein. Create a German Pop Ballad, also kreiere eine deutsche Popballade, saying I'm a music producer and I love to watch tutorials from Thomas Foster Music Production. Also ich bin ein Musikproduzent und ich liebe es, Tutorials von Thomas Foster anzuschauen. Ich wollte mal wissen, was da passiert und was ihm dazu einfällt. Okay, und jetzt hören wir uns das Ganze an. Ich sitze hier mit meinen Instrumenten, verloren in meiner eigenen Welt. Das ist unglaublich, oder? Die Klänge flüstern mir ins Ohr und ich erschaffe etwas Exquisites. Oh oh. Ich höre die Melodien im Wind. Ich würde sagen, es wird eng. Und das Rauschen der Welt am Strand. Die Musik fließt durch meine Adern und ich spüre die Kreativität. Ich bin ein Musikproduzent. Oh mein Gott. Ich schaffe Klänge, die Seele berühren. Ich lerne von den Besten, ja, wie Thomas Foster. Hört euch diese Dynamik an. Oh. Ich bin ein Musikproduzent. Ja, das war ich. Ich schaffe Klänge, die die Seele berühren. Ich lerne von den Besten, wie Thomas Foster. Musikproduktion ist mein ganzes Beginn. Ich meine, das ist unglaublich, oder? Das können wir so, wie es ist, beim Song Contest einreichen. Okay, über den Text können wir nochmal diskutieren, aber das ist ein Wahnsinn. Ja, also man kann das gratis testen, aber dann hat man nicht die Alpha 3 Version, die seit, ich glaube, 2 Wochen oder so am Start ist. Und die ist einfach nochmal deutlich besser. Hier kann man umschalten zwischen Alpha 3, was wir jetzt gerade gehört haben, und der Version 2. Und ja, ich habe mehrere Tests gemacht, um diese, ich glaube 10 Euro sind das, bekommt man in etwa 2500 Credits im Monat. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, ob ich das hier nochmal finde. Genau, da sind die Subscriptions. Wenn wir da drauf gehen, da sehen wir, dass man das gratis testen kann. Dann hat man gleich mal 50 Credits, was zum Testen absolut ausreichend ist. Für 8 Euro im Monat bekommt man 2500 Credits pro Monat, solange man das zahlt. Und damit kommt man in der Regel aus. Wenn nicht, gibt es dann noch die große Version um 24 Euro. Ja, wenn man eingeloggt ist, egal mit welcher Version, dann bekommt man diesen Look hier, Explore. Da kann man sich anschauen, was andere so gemacht haben. Da können wir mal schnell in ein paar Geschichten reinhören. Ja, machen wir mal hier Neon Pulse, Melodic Synth Wave, Ethereal Reverb, Male Vocalist. Das ist also der Prompt, der eingegeben wurde, um dieses Resultat zu erzeugen. In the city lights, we ignite. Electric dreams were taking flight. Feel the rhythm, feel the vibes. Underneath the neon sky. Heartbeats echoing.
Okay, da haben wir nochmal Shadows of Darkness, Speed Metal. Schauen wir mal, was das kann. Ja, was man schnell feststellt in den Musikstilen, ist er stark. Also die, ob das Funk ist, ob das Samba ist, gerade diese ganzen alten Musikstile, die hat er alle drauf und macht das sehr authentisch. Ich habe dann mal hier was eingegeben. Ich glaube, das Schönere war das Zweite. Um nochmal was Deutsches zu testen, habe ich, also hier gibt mir den Prompt ein, so, und stellt dann ein, ob es Instrumental sein soll oder Version 2 oder eben die 3 Alpha. Great German Samba Chill Out Song saying, I would like to be famous and I would like to have hits and a lot of money. Aber in der ersten Version habe ich versucht, Like David Guetta noch einzugeben. Tatsächlich hat er das abgelehnt, da kam eine Fehlermeldung. Also den Namen von Promis kann man scheinbar hier nicht eingeben. Da gibt es eine Sperre, damit man nicht so viel Schindluder damit treiben kann. Hören wir uns an. Er macht dann immer 2 Versionen. Ihr seht hier, das nennt sich, das ist der Prompt, den ich eingegeben habe. Er nennt das dann auf dem Weg zum Ruhm und hat 2 Versionen gemacht. Die schönere ist das hier. Ich träume mir jede Nacht von Ruhm und Glück, von den Charts und einem dicken Scheck. Ich will überall sein, gesehen und gehört. Auf den Bühnen stehen, mein Name gehört. Der Weg ist nicht leicht. Das ist wohl wahr. Viele hören. Es scheint, als wären alle gegen mich verschworen. Aber ich lass mich nicht ermutigen, nein. Genau. Eines Tages werde ich sie alle überzeugen. Mein Name auf dem Weg zum Ruhm, das ist mein Plan. So, diese Songs sind alle so 2 Minuten lang. Man kann aber dann hier drauf drücken und sagen, was man damit machen möchte. Downloaden kann man es hier natürlich. Und man kann es eben hier Continue from the Song oder Remix, habe ich noch nicht getestet. Bei Continue from the Song kann man dann eben den Song erweitern auf 3 Minuten oder so. Ja, ich hatte auch einen sehr schlechten Test, nämlich das war der hier. Das ist die erste Geschichte, ja, wo ich gesagt habe, gehen wir mal drauf. Create a German Pop Ballad saying I'm a music producer, also macht diese Popballade, die darüber singt, dass ich ein Musikproduzent bin und so weiter. Und da hat er 2 Versionen gemacht und ich glaube, das war die, da verstehe ich überhaupt nicht, was der singt. Also man kann es ja lesen, insofern weiß man es, aber er hat ein ganz komisches Deutsch, was jetzt bei den anderen nicht so hatte. Ich würd's euch hier mit meinen Instrumenten verloren in meiner eigenen Welt. Entschuldige, ich glaube, es war dann das da. Und dir eilen dich weg. Bitte was? Augen zeigen wie Schmor. Hm? In der Schleife mich nicht. Das ist sehr sonderbar. Und der Titel. Du so kannst und des Vaupers des Behörden. Ich verstehe kein Wort. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Also, ich meine, wenn man 2 hat und eine ist gut, dann muss man halt die andere ignorieren. Wahrscheinlich ist das noch die Alpha-Geschichte, keine Ahnung. Aber das ist sehr sonderbar. Schauen wir mal, wie das Ganze auf Englisch ausschaut.
Und schauen wir da erstmal, was mein Prompt dazu war. Creating a ballad saying, also mach eine Ballade mit dem Text. I'm a music producer and I love to watch tutorials from Thomas Foster Music Production. Eigentlich dasselbe, was wir vorher schon gemacht haben, nur eben auf Englisch. In the depths of the night, where dreams ignite, a passion burns, setting worlds alight. I delve into the depths, seeking melodies profound. Every beat I know the treasure to be found. Guided by the wisdom of a masterful guide, Thomas Foster, the source of all to abide. His tutorials, a lighthouse in the dark, leading me to mastery. Seht ihr, das ist der Grund, warum ich keine Webcam habe. Jetzt würde jeder sehen, wie rot ich bin. Ja, unfassbar beeindruckend. Mich beeindruckt mal diese Dynamik, also wie auf einmal Power gibt und voller Einsatz, volle Band und auf einmal wieder ganz zurückgeht. Und da ist so viel gelernte Musik. Also so einen Song würde nur jemand schreiben, der Vollblutmusiker ist und das sein Leben lang macht. Das ist wirklich auf, also kompositorisch extrem beeindruckend. Auch wenn ich manchmal finde, dass er komische Dinge macht, wo er so die vierte Zeile der Strophe auf einmal zum Refrain macht oder so, also an einer ganz komischen Stelle zum Refrain geht. Aber unterm Strich ist das schon alles unglaublich und wirklich sehr beeindruckend. Ja, mit der Qualität. Wenn man auf Superboxen hört, dann hört man noch, dass das ein bisschen klingt wie ein nicht ganz so perfektes MP3. Früher habe ich immer gesagt, wie ein schlechtes MP3. Mittlerweile kann ich leider nur noch sagen, wie ein nicht ganz so gutes MP3. Und es liegt daran, dass die so viel Rechenpower brauchen, wenn sie das in hoher Auflösung rechnen. Das heißt, die reduzieren die Daten schon beim Digitalisieren der Songs, mit der die KI lernt, reduzieren die Daten, damit sie nicht ganz so viel rechnen müssen, nicht ganz so hohe Kosten und Rechenaufwand haben. Und ja, und das hört man dann ein bisschen. Aber mit dieser Alpha 3 Version ist das echt geringfügig. Also wenn es auf der Alexa läuft, wenn es im Autoradio läuft, merke ich da erstmal gar nichts davon. Hier im Studio sage ich, ja, das ist nicht die Qualität, die ich gerne auf Spotify unter meinem Namen hochladen möchte. Aber ja, das sind jetzt noch Kleinigkeiten. Schau mal, was wir noch für Beispiele haben. Genau, ein Beispiel habe ich noch gemacht, weil ich dann wirklich mal wissen wollte, ob ich jetzt arbeitslos bin. Und dann habe ich gesagt, Moment, schauen wir uns den Prompt an. So, ich mache das hier oben rein, dann seht ihr es besser. Einen EDM-Jingle, also Electronic Dance Music, auf 10 Sekunden. Also Jingle. Und ich habe es beschränkt auf 10 Sekunden. Sage ich gleich dazu, das hat er nicht verstanden. We play the hits, Virgin Radio. Denn das sind ja so diese Jingles, die wir da kreieren. Wir spielen die Hits, Radio Hamburg oder so. Und da wollte ich mal wissen, kann man einen Jingle kreieren? Weil das würde ja im Konkreten am meisten meinen Job bedrohen. We're in the zone, feeling the rhythm of the night. We're lighting up the dance floor. It's so outside when we hit the stage. You know it's gonna be tight. Oh yeah. We're the masters of the beat. We're gonna do it. Ja, hören wir noch kurz in den anderen rein. Gehen wir hier zurück. Und das war, glaube ich, der andere Jingle für Virgin Radio. Song,
Lighting up the dance floor, it's a wild sight. When we hit the stage, you know it's gonna be tight. Oh yeah. We're the masters of the beat, we're gonna do it right. We play the hits, yeah, we're on fire. Feel the energy, it's taking you higher. From dusk till dawn, we won't let you tire. Oh yeah. We're the sound of the party with the Virgin Radio Choir. We're the sound of the party with the Virgin Radio Choir. Ja, die, die mich verfolgen, wissen, dass ich seit einiger Zeit meine Songs zum Großteil nicht mehr selber release, sondern über ein Plattenlabel. Und von da aus kann ich euch berichten, die sind sehr kritisch, wenn Sachen nicht top aktuell klingen und genau den Sound haben, der gerade angesagt ist. Also wenn ich damit etwas daherkomme, wo sie sagen, ja, das war vor einem Jahr, das kann noch so toll produziert sein, der Sound, der war vor einem Jahr angesagt, ich glaube, das braucht keiner, das, sorry, das wollen wir nicht machen. Und das ist hier ja ganz extrem. Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, was gerade in den Charts ist oder was man gerade in den Clubs hört. Das ist so eine, ja, ich würde es fast 90s nennen, was wir da hören. Oder 2000er meinetwegen. Aber es ist musikalisch super hochwertig gemacht. Der Gesang klingt echt. Der Text ist erstaunlich gut. Wirklich eine Chance in den aktuellen Charts, glaube ich, hätte dieser Song nicht. Insofern, es hat natürlich noch viele Probleme und ich sehe das Tool vielleicht eher für jemand, sagen wir mal, wir produzieren einen Film und wir wollen, dass im Hintergrund eine Musik im Autoradio läuft. Wie schnell ich dann mit wenigen Handgriffen sagen kann, mach mir einen Country-Song. Vielleicht machen wir zum Schluss noch ein Beispiel gemeinsam. A Country-Song. Saying, was machen wir diesmal? Ich bin ein Doktor und esse gerne Bananen. So, ja, muss ja auch hier alles künstlerisch kreativ sein. Wir gehen auf die Alpha 3. Wir klicken nicht Instrumental an. Wir wollen kein Instrumental haben. Jetzt schalte ich auch mal hier die Stoppuhr ein bei mir, damit wir nochmal genau schauen, wie lange das dauert. Und los. So, ihr seht, da legt er gleich zwei neue Versionen an, damit wir aus zwei aussuchen können. Und wir erzählen, es geht ziemlich zügig. Normal habe ich so 20 Sekunden gecheckt. Jetzt sind wir bei 15. Ja, und da ist auch schon und 18 Sekunden und beide sind fertig. Hör mal. Auf dem Feld, da singt ein Hin. Überleben und lieben, einfach und schlicht, eine Melodie, die tief im Herzen schwingt und alle Seelen mit sich nimmt. So beeindruckend das ist, ich glaube, ein paar Jahre wird es noch dauern, bis uns die KI unsere Jobs wegnimmt. Und bis dahin sage ich, immer kreativ bleiben. Cheers. Ich bin ein Doktor und esse gerne Bananen. Oh mein das Gott. Das ist das Lied vom Land, Leben, Lieben, Träumen. Einfach wundervoll, das ist das Lied vom Land.